Hallihallo Leute, willkommen zu Gamings Durchgenudelt Magica 1. Wieder mit dabei ist Martin. Der Martin, der einzig wahre. Uiuiui, das ist ja ein Intro für jetzt einen selbst. Jetzt pass mal auf, guck dich mal an und guck mich mal an. Ja. Was soll man dazu sagen, ha? Nur weil du da so zwei Elche auf der Schulter hängen hast. Ja, ich weiß, die hättest du auch gerne, ne? Nein. Ich bin sehr froh auf meinen Elch. Nee, ich hab so einen Adler. Grüß euch, ich bin Hauptmann Björn. Naja, who cares. Der Beherzte. Lustigerweise, den gleichen Anfang hast du auch bei Dragon's Dogma. Okay. Da kommt auch ganz am Anfang in so ein Lager so ein Troll, den man kalt macht. Wollen wir den einfrieren und dann kaputt machen? Ja, pass auf. Ich friere ihn ein. Wunderbar. Du guckst, mach den erst ein bisschen nass. Ich tue mein Bestes. Oh, wie brutal. Es ist super, dass man das machen kann. Man macht den nass, gefriert ihn ein und macht ihn dann mit Stein. Zerberstet man ihn. Ich meine, in welchem Spiel kann man das schon machen? Das ist Freiheit. Mhm. Also ich meine, das funktioniert, das macht man häufiger. Aber ich finde es super, dass das geht. Stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ja, ja. Überleg mal, wenn je nachdem, wie die Gehirnaktivität da noch vorhanden ist. Überleg mal, wenn du da eingefroren bist und du überlebst es, dann bricht dir irgendwie so der Arm ab. Level geschafft. Yay. Na gut, da hätten wir in der letzten Folge da auch weiterspielen können. Naja. Das ist die Frage. Macht ja nichts. Wenn hier Story kommt, lassen wir sie oder überspringen wir sie? Ja, ich meine, die Geschichte ist ja... Das können wir ja lassen, meine, hier diese Sache. Ne? Muss ich ja nicht wiederholen. Ja, wir hoffen einfach, dass das nicht normal war. Ich mag hier dieses Island of Real. Das sieht aus wie so ein kleiner Fisch. Und wir sind wieder da. Die Geschichte macht uns immer einen Strich durch die Rechnung. Yeah! Ja. Und das, wo wir sie schreiben. Unmöglich. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie das Werk von Goblins. Oh. Wie altig des Wetti Attraktes Symbolik verwackt. Ich hab noch nie gehört, dass Goblins etwas so Großes angreifen. Wir müssen Frost bleiben lassen. Weiter von hier findet sich das Dorf auf dem Weg nach Abendra. Spricht man das so aus? Nicht sonderlich freundlich sind die Leute. Na gut, dann muss ich das ja auch nicht sagen. Nicht zuletzt sind sie unter Lebensgrund. Wie darf ich das verstehen? Da sind sie. Da sind sie. Brutzeln wir sie. Sie sagen, die mechanischen Waffen in dem Spiel, dafür, dass es mehr Spiel ist, sind ziemlich effektiv. Ja, aber es ist witzig, dass es das gibt. Was haben wir? Regen. Oh, ja, haben wir schon großartige Erfahrungen. Unser toller Plan, Regen einzusetzen und dann Blitz, weil wir nicht. So, komm zurück, die werden was. Awesome. Ich will aber nicht nass werden. So, weiter geht's. Sind ja ziemlich kurze Abschnitte hier. Was passiert jetzt? Außer ein schwarzer Bildschirm. Aha. Kontrollpunkt, das ist doch schon mal schön. Ich habe nicht ein einziges Mal gezweifelt. Ich schon. Ihr fallet um. Grams Workshop. Was kommt jetzt? Ach, Piraten, Goblins. Oh, pass auf bei den Bomben. Begrüße ich ja meine Feuerwaffe. Die ist ja sehr effektiv. Wenn ich sie treffen würde.
Hefti, wohin schießt ihr denn? Da rennen die weg. Und die rennen gar nicht weg. Ja, wenn sie die Bomben fallen lassen, dann rennen sie schon weg. Ach ja, und man kann seine Waffe auch natürlich mit der Magie buffen. Für kurze Zeit. Mhm. Besonders effektiv sind ja die Kombinationen mit Schild. Dann kannst du hier nämlich schon Felswand zum Beispiel machen. Kombination mit Schild. Ja, geht das nicht? Mhm. Achso. Meintest du das? Ja, auf die Waffe legen. Nein, das hier. Wie macht man denn das? Du nimmst einmal Schild, einmal Stein und dann eine beliebige Weiblingssorte. Okay. Shift, Linksklick. Und dann Shift, Linksklick in gewünschte Richtung. Ich verstehe. Alles klar. Mal wieder was gelernt. Mhm. Ich brenne. Ich bin umgefallen. Oh. Ich bin feucht. Ja, schon wieder. Hey, können wir den einfach zerstören? Haben wir eine Zwiebel dabei? Oh, da fällt mir ein, ich muss noch was essen. Knoblauch zum Beispiel wird sich handeln. Ja, stimmt, ich habe Zwiebel gesagt. Wie dumm. Naja, das sind Werwölfe. Ich hab's mal nicht mitbekommen. Silberbesteck und Zwiebeln. Das können die nicht leiden. Ja. Zwiebeln, nicht? Ach, was weiß ich, das haben wir jetzt ausgedacht. Irgendwie muss ich mich doch retten. Das hinterfragt nicht meine Rettungsversuche. Aber idyllisch, so, sehr idyllisch. So, gleiches Ziel, gleiches Spiel. Ich bin bereit. Ja. Pass mal auf. Das ging ja auch flott. Oh, da holt er zum Schlag aus. Auf jeden Fall. Oh. Hey, weil die sind echt nicht einfach zu besiegen, wenn man es anders macht. Muss man ja so sagen. Ja, die haben. Kann man den Elchchen hier nicht anfinden? Das konnte man doch von denen machen. Man kann ihn untersuchen. Achso, ja. Ich hatte einen Zauber. Das ist der König des Waldes. Na, herzlichen Glückwunsch. Das hat er ja gut gemacht. Diesen, ich glaube, das sind Trolle, oder? Die Kunst. Das Gemeine ist, die haben auch eine Regeneration. Die ziemlich gut ist, muss man sagen. Was? So, jetzt kommt. Oh. Ja, bist du aus dem Fenster geflogen? Nein. Ja, also aus dem Fenster bin ich geflogen. Warte mal, ich komm mal. So, genau, mach du Blitz. Es ist zwar etwas nervig, aber ich muss sagen, ich begrüße es echt, dass es hier dieses Schadensmodell gibt, dass man sich auch gegenseitig erheblich Probleme machen kann, gerade mit dem Flächenschaden. Den mache ich ja so gut wie nie. Ja, ich mache ihn sehr oft. Macht es nicht leicht. Oh, wie ich das hasse. Hey. Ach, nice. Dann lass mal weitergehen. Benutzt doch die Brücke. Ich benutze keine. Oh. Der Markt benutzt keine Brücke. Wir wollen jetzt einfach brennen lassen. Den Rest noch ein bisschen abballern. Das ist kein Problem. Ist halt gut. Normal haben die Magiker nur so ein Schwert. Aber dadurch, dass wir Pistolen haben, haben wir so ein bisschen Reichweite. Mhm. Ja, schon wieder. Offenbar haben Goblins die Straßen blockiert. Ihr müsst wohl den tiefen, finsteren Wald trotzen. Aber lasst sagen, dass es eine schreckliche Schlange Jörmungandr steckt. Ja, also, wenn man sich mit der nordischen Mythologie ein wenig auskennt. Was ich nicht tue. Ja, ne. Wie? Du hast ein Referat drüber gehabt. Trotz dessen, ja, das schlägt schon Jahre zurück, aber man weiß die Namen, die stammen daher. Also mit der Sprache, wo wir vorhin gemeint haben, Schwedisch und so Zeugs,
Ich finde es lustig, wenn man Blitz und Arkan macht, dass die Gegner einfach explodieren. Ja, das hat dann auch so eine Druckwelle. Musst du aufpassen, dass du nicht selber bald drauf gehst. Ne? Ja, ja. Okay, jetzt. Wie machen wir's? Drauf und besiegen. Okay, das klingt also, nach dem Plan. Ich gehe nach oben rechts und du unten links, dann sind wir nicht so nah. Okay. Kann man auch Blitz einsetzen. Oh. Der hat natürlich auch ein Schild. Fuck, okay, er hat mich einfach weggespatzt. Das Ding ist halt, ich habe bei weitem nicht so viel Leben wie du, dadurch, dass du so eine krasse Rüstung hast. Und hier hat man kurz den kleinen Balken gesehen. Ja, du kommst wieder rein. Super geil. Heil mich. Gut, dann schalte ich jetzt erstmal hier die Scharfschütze ein bisschen aus. Dann nerven die schon mal nicht. Genau. Schützt du dich erstmal und lenkst ein bisschen ab. Super toll. So, und jetzt alles auf ihn drauf. Zack. Das war doch eine geile Sache. So, jetzt das Buch da oben nicht vergessen. Ein Buch. Oh, erlernt. Sehr cool. Zur Richtung. Komme ich aber in Bedrängnis, nützliche Notfallsituationen, wenn jemand. Was, wenn jeder Ort besser ist als der momentan? Hier, guck, ich kann mich teleportieren. Ist ja cool. Ich habe den Stab. Wie machst du das? Willst du den haben? Verstehe. Den Teleporterstab, weil du nicht so viel Leben hast? Nee, das ist okay. Mach das ruhig du, dann kannst du, bist du ein bisschen kann flotter unterwegs. Kann ihn halt nur unterwegs. In Zeitabständen einsetzen, nicht am laufenden Band. Ja, das ist ja alles gut. Oh. Warte mal, kann man? Oh, sehr gut. Cool. Ja, weiß ich nicht. Ich bin tot. So klug kann es nicht gewesen sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich tot bin. Super, danke. Ich dich nicht hätte. Ich glaube, dann wäre jemand. Ah, super. So, jetzt mal gucken, dass man erstmal. Ich weiß es nicht. Erst die kleinen Großen hier sind echt schnell zu Fuß, muss ich sagen. Okay, ja, gefriere sie ein. Oh, fuck. Schieß doch ab. Ich bin da. Du machst es schon. Kannst du die wieder in der Beine vereisen? Bereit schon mal vor. Nice. Ihr brennt. Ich bin mit immer noch. Ja, gar kein Problem. Ich glaube, das. Der uns den Arsch gezeigt hat, weil er sagt, wenn wir hinkommen. Oh, wie brutal, hey. Das arme Tier. Der arme König des Waldes. Ja, hier oben links noch. Ja, der ist mal so richtig mega tot so. Ah, genau, wollen wir in die Höhle super. Gehen. Ich teleportiere mich einfach irgendwo hin. Okay. Du machst ihn nass. Ich mache ihn nass. Ja, Eis noch. Ja, ich habe jetzt schon Stein. Ich mache ihn nur nass. So, jetzt guck mal, was da drin ist. So. Die beste Waffe im Spiel. Ein Stab. Froststab, mögliche Frostbrand, Unterkühlung. Das Ding ist nur. Ich mag so, das ist ein Stab. Ja, dann ist alles cool. Die Waffe behalte ich, das ist nämlich das Wichtigste. Wobei man, glaube ich, später nochmal eine kriegt. Und mal gucken, ob sie gleich ist.
Das mag sein. Guck dir das an. Ich bin leicht enttäuscht. Das ist das Mikro ein bisschen. So. So, jetzt packt man auch. Mach ich hier nämlich. Ach nee, klappt nicht. Da kann ich das nicht ausgeben. Oh. Alles nicht. Auch cool. Ich hatte ja vor, eine Regenwolke hier aufzustellen. So dass wenn sie alle da durchrennen, nass werden. Blitz, ja. Ich verstehe, und dann mit Elektrizität. Wahlweise Blitz. Oder du kannst auch eine Regenwolke aufstellen. Kurz darauf eine Schneewolke. Und wenn sie alle durchgehen, reisen sie automatisch. Das ist auch geil. Okay. Ja. Das ist der Unterschlupf dieser Schlange. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir diese Schlange kaputt. Nicht hier. Brauche ich nicht. Was war das denn gerade? Zu Richtung. Ja, dann bleib auf keine Ahnung, wir haben auf mich abgesehen. Ich lenk sie ab. Und heil mich. Und du machst ihn einfach schön mit Feuer kaputt. Richtig geil. Auf, ja. Ja. Super. Oh, das geht doch hier. Wie Butter. Ja. Oh, das ist ja effektiv. Ja, sollte man sich merken. Ja, Feuer und Arkan. Voran. Ja, Leute, Level geschafft. Das trifft sich gut, denn wir haben auch nur noch ein paar Sekunden. Das trifft sich ja wie die Faust aufs Auge. Und wir sehen uns dann in Kapitel 3 wieder, wenn es heißt, Gaming kann Nudel durch, Magica 1. So. Bis auf dann. Und just als ich